Jo, wunderschönen guten Tag, meine Spitzer. Crony ist hier am Start. Wir sind hier auf der neuen Seite Duellbits. Hier gibt es einmal Dice-Duells und einmal Roulette. Das werden wir heute auf jeden Fall testen. Vor allem die Dice-Duells. Bin ich gespannt. $30 Buy-in ist natürlich ein bisschen viel. Video ist gesponsert. $100 habe ich hier bekommen. Withdrawals sind dann CSGO-Skins. Und ja, Gambling ist natürlich ab 18 und auch nur, wenn ihr Kohle übrig habt. Okay, vor allem auf diese Duells hier bin ich gespannt. Ventilator im Hintergrund müsst ihr leider aushalten. Es ist einfach fucking heiß, ey. Dachgeschosswohnung und dann. Okay, gut. In dem Fall, wir zimmern mal rein. Wir testen das einfach mal. 2,50. Buy in 50 Cent. Ja, gut. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Das ist halt einfach zu teuer. 1 von 5 Spieler. Okay, ich verstehe das Prinzip. Kommen wir mal einfach den ersten direkt mal $10. Der erste muss ja Luck-Bonus sein. Zack, okay. $1 sneakt sich die Seite. Also 5%. Und es ist direkt jemand gejoint. Dieser Quagger. Bitte. Was? Ich habe keine Ahnung. Wo steht denn, was ich bin? Was bin denn ich? Was bin denn ich? Ach, ich habe eine 8 gerollt. LOL. Und er rollt eine 33. Dann gewinnt er natürlich. Okay, aber das ist ja cool. Je nachdem, was man hier rollt. Hier direkt wieder ein 10er auf. Versuchen wir nochmal. Dann machen wir hier noch 15 auf. Bin ja einfach hyped. Hier müssen wir auch mal ein bisschen rein versuchen. Klar ist das echt Geld. Klar kann ich das auszahlen, wenn ich hier viel gewinne. Aber ich finde, beim ersten Video von der Seite kann man es mal richtig scheppern lassen und sein ganzes Guthaben, wenn es auch sein muss, auf den Latz hauen. House Edge 5%. Komm bitte, jetzt aber mal was Gescheites hier. Nein, nein. Ja, ja. 81, Alter. Übergut. Übergut. Okay, was hat er? Halt doch dein Maul, Alter. Eine Zahl, die hätte kommen können. Oh, und wieder reingeschissen. Das gibt's noch nicht. Ja, und schon wieder. Er will mich jetzt hier ausziehen, oder was? Er gewinnt jetzt hier jede Runde gegen mich. Ach komm, bitte, 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 bitte. Komm, 75, das ist gut. Das ist gut. 25% Chance, dass wir verlieren. Okay. Boah, endlich mal 1 gewonnen. Sind wir auf 84, kommen wir nochmal hier. $15 auf. Und $20 machen wir hier auch gleich noch auf. Arafasus. Dadadadus. Komm, was Gescheites. Oh, ja! Eine 94, Alter. 94. 94. Er muss jetzt auf jeden Fall auch eine 9 kriegen. Ja, okay, das haben wir am Sack. Leckere Nummer. Great Duell mit dem 20. Und noch einmal. Wir machen mal 10 und 3 Spieler. Alter, das System finde ich ja übergeil. Wir haben hier auch dieses normale Dice, so wie ihr es kennt von anderen Seiten. Aber das finde ich hier ja überlecker. Okay, hier haben wir wieder einen Quagger. $40 Duell. Bitte, 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 bitte. Nein, oh Gott, es kann gar nicht schlechter sein. Eine 4. Komm, wenn er jetzt auch eine 0 kriegt. LOL! Digga, mit der 4. Alter, das ist jetzt ganz anders. Haben wir noch so ein Dreier-Duell auf? Ups, jetzt habe ich hier 2 Dreier-Duells auf. LOL! Habt ihr das gesehen, Homies? Es ist einfach... Oh, köstlich, eine 83. Alter, das System gefällt mir richtig gut. Auch echt komplett kreativ und neu. Oh, der ist raus. Komm bitte, Quagger. Keine 9 vorne dran. Yippie. Hammermäßig geil. So, jetzt haben wir hier das dann noch schnell aufgemacht. Das ist hier jetzt auch Starting. Wir sind hier im Plus. Hä? Kann ich das nicht sehen? Kann ich nicht sehen? Nein, ich habe eine 4 gerollt. Warum ist das in Progress? Hallo, hallo. Ah, er hat schon eine 18. Boah, ganz kritische Hase. Sind aktuell 20 im Plus. Okay, er hat sich das gesneakt. Wenn wir hier mal auf Restore drücken. Okay, dann gibt es einmal Counter-Strike, einmal Ethereum. Counter-Strike ist der Markt frei gefüllt. Kann man nicht anders sagen. Da ist Duell schon wieder der Quagger. Ey, der will es aber heute auch wissen. Oh, eine 31. Komm, 31, ey. Naja, wir haben immer eine kleine Chance. Ah, oh, er kriegt eine 99 auch noch. Ganz übler Hase. Ich mache auf $15 drei Spieler. $15 drei Spieler ist auf jeden Fall auf. 2, 3 und direkt schon auf. Okay, natürlich wieder der Harafasus. Die sind ja der Quagger. Wer kenne ich denn den Quagger ursprünglich? Ah, 57. Ist nur Mittelfeld. Ist nur Mittelfeld. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Den ersten haben wir. Den ersten haben wir am Sack. Nicht schon wieder der Quagger, ey. Der zieht uns hier zu oft aus. Zu oft zieht er uns aus. Fuck. Oh, soll ich nochmal so ein 20er-Ding probieern? 20 mal 3 wären halt direkt 60 Tacken, ne? Wie gesagt, wir haben jetzt noch $69 drauf. Free Code gibt es ja auf jeden Fall auch. Zeige ich euch gleich mal. Hätte ich vielleicht am Anfang ansprechen sollen. Wenn ihr da supporten wollt, natürlich gerne eingeben. Würde mich sehr, sehr freuen. Oh, $20 sind doch im Arsch.
Die 20 Dollar sind doch sowas von im Arsch. Oh, der Quagga hat reingeschissen. Und jetzt holt's der Haraphasus aber wieder. Oh, aber knapp, echt knapp. Kann ich jetzt mal eins gewinnen? Komm, wir probieren jetzt mal so ein 30-Dollar-Battle. Kommen die da auch wieder direkt rein? Ja, natürlich, Alter. Wieder die alte Truppe. Aber diesmal kann doch der Crony mal gewinnen, oder? Diesmal kann doch der Crony einfach mal gewinnen. Muss ja nicht sein, dass ich immer... Verdammte Scheiße, Alter. Gibt's doch nicht. Gehe ich hier wirklich absolut broke. Ja, er verkackt wieder. Jetzt gewinnt der wieder. Komm, bitte. Mach doch jetzt du auch mal was los, einfach. Oh, es ist so belastend, Alter. Es ist so belastend. Wie ist denn hier mein Promocode? Den wollte ich euch jetzt auch zeigen. Ah ja, hier, Affiliates. Code ist Crony. Werde ich auch unten nochmal da reinpacken. Dann mal eigentlich einmal auf grün gehen. Zack. Last Rolls sind halt so. Eigentlich können wir hier echt immer einen 10er mal noch auf grün machen. In der Hoffnung, dass wir uns in den nächsten 4 Rolls wieder nach oben buttern. Weil wir mit den Dice so reingeschissen haben. Meilenweit vorbei. Ach, auch wenn ich zweimal 5er-Ding hier bei Dice versuche. 50 Cent kriegt ihr gratis, dann könnt ihr auf jeden Fall mit dem Slot so auch mal ein bisschen probieren. Macht auf jeden Fall mächtig Laune. Ach, schade. Komm, Dice-Duells. Wir createn halt nochmal eins. Jetzt gleich braucht man nochmal 3 Spieler. 60 Dollar. Muss ja auch mal gewinnen. Kann nicht sein. Guck mal hier, Previous Winner. Da gibt's nicht mal einen Crony. Da ist nicht mal ein Crony angezeigt, weil ich schon so lange nichts mehr gewonnen habe. Wir waren kurz mal bei 120 Dollar, sind dann aber wieder absolut runtergescheppert. Gehen jetzt noch zweimal auf grün, hoffen, dass grün kommt. Hier, der Quagga hat auch geschrieben, Crony join 3-Way. Crony join 3-Way. Nee, kein Tacken mehr. Kein Geld mehr für dieses Dreier-Ding mit dem Knife. Komm. Ja! Ah, geil, habe ich gebraucht. Habe ich einfach gebraucht. Das hier, oder? Boah, Bayern, 75 Dollar. Die haben die ganze Zeit gewonnen. Wir versuchen es jetzt einmal. 75 Dollar Roll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn nicht, dann hören wir auf. Das ist auf jeden Fall der letzte Bet. Entweder wir gehen hier mit kranken Profit raus. Oder nicht. Nein, er hatte 93. Ach Mann, warum gehe ich überhaupt rein? 75 Dollar. Jetzt einfach bei 150 belassen sollen. Jetzt einfach bei 150 belassen sollen. Oh, 95. Ja! Ja, Digga! 288 Tacken. Dafür gönne ich denen, dass sie das alles davor gewonnen haben, weil wir sind jetzt nämlich bei, wir haben fast verdreifacht, das war der allerletzte Bet, ordentlich reinrasiert. Absolut leckere Nummer. Wir waren down auf 10 Dollar, Freunde. Das ist das Comeback des Jahres. Gut, in diesem Sinne, haut rein, macht beim letzten Gewürfel mit und bis Spider-Man. Ciao!